Leute, seid gegrüßt zum neuen Video. Heute geht es um einen 3D-Drucker der Extraklasse. Dieser kommt von Flying Bear, nennt sich Ghost 6. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, wie innovativ dieses Produkt ist, dann müsst ihr jetzt dranbleiben. Ja, so sieht er dann aus, die neueste Entwicklung von Flying Bear, der Ghost 6. Wie der Name dann schon sagt, gab es natürlich auch schon Ghost 5, Ghost 4 etc. Dann davor, also mittlerweile eine sehr weit entwickelte Weiterentwicklung dieses Herstellers. Wir haben hier ein Touch-Display an der Seite, das ist in Vollfarbe gehalten. Wir werden gleich sehen, wie das Ganze funktioniert. Und ihr seht auch schon, von der Bauform ist der in so einer Cube-Bauform. Das heißt, wir können den vorne abschließen und dann haben wir was ganz was Innovatives. Oben drauf kommt dann so eine Art Turban. Das heißt, hier ist so eine Mütze mit dabei, die wird dann oben drauf gesetzt. Das dient dann vornehmlich dafür, dass die Wärme im Inneren des Gerätes bleibt und nicht ständig irgendwie das Heizbett oder oben das Hotend nachgeheizt werden muss. Das ist natürlich ein Vorteil, A, für die Energieersparnis und B, dass die Drucke dann nicht irgendwelchen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind und dann, wenn ihr zum Beispiel einen sehr hohen Druck macht, dass er dann bei 20 cm auf einmal abbricht oder was, weil der Druck sich von der Druckplatte löst, einfach nur weil ein Windzug gekommen ist oder sonst irgendetwas. Also ganz klarer Vorteil für diese Bauform. Ihr seht, wir haben einiges an Filament gleich mit dabei. Wir haben hier noch einen Filamentsensor mit dabei. Hier, das ist der Extruder. Der Extruder hat auch eine ganz besondere Bauform, denn der ist nämlich durchsichtig gehalten, sodass wir jetzt sehen, wie das Filament hier durchgelangt. Bei anderen Extrudern ist es oft so, dass die dann eine Platte haben, die dann einfach nicht durchsichtig ist. Und man weiß nicht, ah, fädelt sich das Filament jetzt da perfekt ein und man muss da immer ein bisschen hin und her probieren. Hier soll das Ganze ein bisschen einfacher dadurch sein. Wie ihr seht, müssen wir den dann auch noch installieren. Ist aber ganz einfach. Dann haben wir noch weiteres Installationsmaterial. Wir haben ein USB-Kabel mit dabei, hier Spachtel und ein paar Kabelbinder sind mit dabei. Eine ausführliche Bedienungsanleitung ist mit dabei, Werkzeug ist mit dabei und schaut mal, hier sogar noch ein Hotend mit Düse als Ersatz mit dabei und ein europäisches Kabel zum Anschluss, ein Kaltgerätekabel. Achtet darauf, ich verlinke euch die Produkte hier immer unten in der Videobeschreibung, dass ihr dann die europäische Variante mit dem Kabel bestellt. Ansonsten ist es auch kein Beinbruch, so ein Kabel kostet irgendwie auch nur 4, 5, 6 Euro oder was. Notfalls müsst ihr euch das dann eben nachbestellen. Ja, vom Bauraum kann man sagen, der Drucker schafft 255 x 210 x 210 mm. Das ist für diese Bauform schon recht ordentlich. Der gesamte Drucker ist etwa 37,7 x 36,5 x 35 cm groß. Jetzt kommen wir zur Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit ist hier wirklich außerordentlich hoch. Das bedingt natürlich auch dadurch durch diese Bauform, dass das Ganze hier abgeschlossen dargestellt werden kann. Wir können bis zu 150 mm pro Sekunde drucken. Das Ganze bei 0,4 mm und 1,75 mm Filament. Das Bett kann geheizt werden von 60 bis 110 Grad. Und die Düse hier vorne, das ist wie gesagt die 0,4er Düse, die kann geheizt werden bis 260 Grad. Und entsprechend dieses Filament könnt ihr dann verarbeiten, was in diesem Temperaturbereich liegt. Der Drucker ist nicht ganz leicht, der wiegt ungefähr 13 Kilogramm und druckt mit einer Akkuranz in der Z-Achse von 0,002 mm und bei der XY-Achse haben wir eine Auflösung von 0,01 mm. Dann schaut mal hier ins Gehäuse rein. Zum einen haben wir hier ein Wi-Fi-Element. Das heißt, ihr könnt auch die Daten an den Drucker per Wi-Fi an ihn schicken, wenn ihr nicht unbedingt per USB das Ganze anbinden wollt. Ich empfehle euch auch, kauft euch irgendwie nochmal eine Kamera dazu, stellt die mit davor, dann könnt ihr das vom Sofa aus kontrollieren, wenn der Drucker im Keller stehen sollte, was der dann letztendlich alles so fabriziert. Und schaut mal hinten, wie die Z-Achse aufgehängt ist. Die ist nämlich einmal an so einer Gewindestange aufgehängt und dann ist sie hier hinten noch an zwei weiteren Stangen zur Fixierung bzw. zur Lauf dann aufgehängt und das Ganze bietet dann natürlich eine Akkuranz. Funktionieren tut das Ganze, indem das ganze Druckbett hier hoch und runter fährt, beziehungsweise natürlich nach unten fährt und der Druck somit immer größer ist und ansonsten das Hotend ist dann hier in der Höhe zumindest fest aufgehängt und es fährt natürlich links und rechts und nach vorne und nach hinten in der Y- und X-Achse hin und her. Wir haben einen Flammensensor verbaut. Dieser schlägt an, wenn die Düse über, ich glaube, 280, 290 Grad kommt oder wenn tatsächlich eine Flamme detektiert wird. Das heißt, wenn irgendetwas brennen sollte, schaltet der Drucker sich automatisch ab. Aber das ist bei dieser Art von Geräten völlig neu, dass da auch solche Sicherheitselemente mit verbaut sind.
Ja, so sieht die Maschine dann fertig zusammengebaut aus. Ihr müsst lediglich noch diese Tür hier einmal installieren. Schrauben ist alles mit dabei, Werkzeug ist mit dabei. Dann hier die Filamentstange, wo das Filament dann draufgelegt wird, den Filamentsensor und hier oben dann den Extruder als solchen und den Teflon-Tube einmal mit drauf packen. Dann dieses Teil hier, diese Haube einmal zusammenstecken. Da wird einfach nur in der Mitte der Nippel nach oben durchgezogen und dann könnt ihr das hier zuklappen und das wird dann hier vorne in der Maschine und hinten dann arretiert und ihr könnt das bei Bedarf dann hochklappen. Und ihr seht, das Ganze ist mit einem Hitzeschild hier versehen, sodass hier die Wärme im Drucker dann auch verbleibt. Ihr habt die Möglichkeit, ein Flutlicht anzumachen, das heißt, da ist eine kleine LED mit drin und die könnt ihr über das Display dann ein- und ausschalten. Ihr seht, das Display ist hier in Vollfarbmodus gehalten und innen haben wir dann tatsächlich auch die Beleuchtung, sodass wir hier immer sehr gut erkennen können, was mit dem Modell passiert. Wie gesagt, wenn ihr noch eine kleine Kamera sucht, ich habe dazu auch mal ein Video gemacht, verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr den Drucker das erste Mal startet, solltet ihr ein Firmware-Update machen, denn vom Zeitpunkt der Produktion, die sind jetzt ganz neu produziert worden, bis jetzt, bis zur Auslieferung, hat sich schon einiges wieder an der Software geändert. Ein paar Verbesserungen hat es gegeben. Ihr solltet dann auf jeden Fall ein Firmware-Update starten. Einfach die Dateien auf die Speicherkarte kopieren, dann hier vorne reinstecken und der Drucker wird sich automatisch updaten. Die Dateien bekommt ihr auf der Hersteller-Webseite unter Ghost 6 Downloads und dann könnt ihr sofort damit loslegen. Ja, ansonsten müssen wir das Gerät jetzt leveln, wie bei allen anderen Druckern auch, dass das Bett dann eben in der Höhe zur Düse passt und dass dann eben nicht irgendwie was kratzt oder zu weit der Abstand ist. In der Regel macht man das, dass man hier ein Blatt Papier drauflegt und dann hier unten an diesen Rädchen einmal hoch und runter dreht, sodass der Abstand so weit ist, dass das Blatt Papier nur ganz minimalen Widerstand hat zwischen dieser Base und oben dieser Düse. Ihr solltet vorher beides einmal vorheizen, das heißt das Druckbett einmal vorheizen auf 60 Grad und hier oben die Düse auf 200 Grad vorheizen, denn bekanntlich dehnt sich Material ja aus, wenn es wärmer ist. So, dann schauen wir uns das Display mal etwas genauer an. Hier unten finde ich eine ganz interessante Funktion. Das ist so eine Art Notaus-Button. Wenn irgendwas sein sollte, das Teil hier abreißt oder ihr auf jeden Fall das Ganze schnell anhalten möchtet, drückt ihr hier einmal drauf und dann seht ihr, stoppt hier gleich alles. Das heißt, die Motoren und das Heizen wird sofort beendet. Und wenn ihr dann hier wieder auf Continue drückt, dann ist alles wieder freigegeben. Wir haben hier die Preheat-Funktion und wir sehen hier gleich live immer die Temperatur der Druckdüse und des Druckbettes und können dann natürlich auch über diesen Menüpunkt das Ganze vorheizen bzw. anheizen. Wir haben hier Voreinstellungen für PLA zum Beispiel, das sind 190 Grad und 60 Grad und jetzt wird das Ganze hier vorgeheizt. Hier bei diesem Drucker scheint beides gleichzeitig zu funktionieren. Das hat man auch geändert, denn bei vielen Druckern ist das so, dass erst das Heizbett aufheizt und dann die Düse oder andersrum und hier geschieht beides gleichzeitig. Das spart natürlich Zeit. So, wenn ihr vorgeheizt habt, geht ihr hier einmal auf Tools und dann geht ihr hier auf Leveling und dann fahrt ihr hier die erste Position einmal an und dann seht ihr, bewegt sich das Ganze hier schon etwas hoch und es wird auch immer der Freigang geprüft hier von dem Hotend selbst. Und ich habe schon ein Blatt Papier bereitgelegt, ich werde das nochmal runternehmen. Grundsätzlich funktioniert das dann an allen vier Positionen, die euch das Gerät hier anzeigt. Und das könnt ihr dann hier mit diesen großen Schrauben dann regeln. Und das macht man in der Regel dann, wenn man ein paar Drucke gemacht hat, einfach nochmal oder wenn man Probleme mit der Haftung hat. In der Regel liegen Haftungsprobleme allerdings meistens dann daran, dass das Bett irgendwie mit Fetttupfern voll ist. Das heißt, wenn ihr das angefasst habt oder ähnliches, dann geben eure Hände oder eure Finger natürlich irgendwelche Fettrückstände an das Bett wieder. Und das Ganze könnt ihr mit Isopropanol reinigen. Ich werde euch das auch mal unten in der Videobeschreibung verlinken. So, und wenn ihr das Ganze dann austariert habt, hier mit diesen Schräubchen, hört euch das mal an. Also ganz minimaler Widerstand muss noch zu spüren sein und das Ganze an den vier Punkten jeweils. Ihr solltet das Ganze vielleicht zweimal durchführen, denn wenn man die Punkte verstellt einzeln, kann der erste Punkt sich auch nochmal verstellt haben. Also am besten zweimal durchführen das Ganze und dann seid ihr schon fertig zum Filament einlegen. So, dann müsst ihr noch das Filament einlegen, einfach hier eine Rolle auf den Rollenhalter aufschieben, durch den Filamentsensor führen, dann hier durch den Teflonschlauch bis hier oben in den Extruder hinein. Und dann gehen wir auf das Filamentmenü, beziehungsweise im Hauptmenü dann auf den Punkt Filament, heizen die Nase, die Düse einmal vor. Das geschieht dann hiermit. Mit 200 Grad seid ihr da eigentlich immer richtig. Und dann könnt ihr entweder Filament herausnehmen oder Filament zuführen.
zuführen. Und das funktioniert dann eben so, dass das dann hier durch die Düse durchgedrückt wird. Und wenn da ein bisschen was rausgekommen ist, dann ist das in Ordnung. Und dann seid ihr eigentlich schon soweit fertig für den ersten Druck. Und das Tolle ist, man sieht hier durch diesen durchsichtigen Extruder hindurch, dass das Filament auch tatsächlich gefördert wird oder ob da irgendwie ein Problem vorliegt. Und dann seht ihr, hier kommt schon einiges an Filament heraus. Da hat wohl jemand vorher mit Schwarz das Ganze ausprobiert. Wir haben jetzt Grün am Laufen. Und wenn ihr sagt, ja, das ist so in Ordnung, dann könnt ihr den ersten Druck vorbereiten. Es ist auf meiner Speicherkarte hier schon etwas drauf. Also man geht dann hier auf Print und dann sieht man hier, was auf der Speicherkarte enthalten ist. Ansonsten könnt ihr euch sowas auch runterladen. Es gibt auch Bibliotheken, wo es fertige Modelle gibt. Ihr findet einiges dazu unten in der Videobeschreibung. Und jetzt können wir hier sagen, wir möchten das Ganze drucken und wir bekommen hier auf der Anzeige alle möglichen Daten. Wir bekommen sogar eine Vorschau in Echtzeit, was dann hier produziert werden soll und wie die Düsentemperaturen sind und wie das Hotbed ist und wie lange das dauern soll und alle möglichen Daten sonst. Wir können auch jederzeit noch eingreifen in den Druck. Das heißt, wenn irgendwas nicht passen sollte mit der Temperatur, mit der Geschwindigkeit oder mit der Druckbetthaftung, das heißt auch mit der Höhe, dann können wir das Ganze hier über das Menü nochmal während des Drucks alles nochmal nachnivellieren. Zudem kann der Drucker auch, wenn er Stromausfall haben sollte oder wenn er hier auf Pause drückt oder sowas, den Druck dann an der Stelle fortsetzen. Meine Erfahrung ist allerdings, dass das immer nicht ganz so gut funktioniert, denn das sieht man natürlich, wenn der Drucker zwischendurch irgendwo mal angehalten hat und dann neu ansetzen muss, auch wenn das die gleiche Stelle ist. Trotzdem sieht man das dann hinterher im Druck. So, und hier seht ihr ganz deutlich an der Purge-Line, dass es offensichtlich noch zu flach eingestellt ist. Das heißt, der Düsenabstand zum Hotbed ist nicht so gut. Und das sieht man jetzt hier auch in dem ersten Layer. Und das kann man korrigieren, indem man hier auf Z-Offset geht und dann kann man hier das ganze Element nochmal etwas einstellen, das heißt den Düsenabstand einstellen und das könnt ihr hier im 0,1er Bereich oder 0,01er Bereich machen. Und wenn das eures Erachtens auch nicht gut aussieht, dann könnt ihr den Druck, wie gesagt, dann damit noch während des Drucks alles noch beeinflussen. So, und jetzt schaut euch hier mal an, wie schnell hier gedruckt wird, mit welchem Affentempo hätte ich jetzt was gesagt und wie sauber das Ganze vonstatten geht. Das ist wirklich beeindruckend und ich bin schon sehr gespannt, wie das aussieht, wenn es fertig ist. Ja, und jetzt ist mir hier ein kleines Malheur passiert. Ich habe den Druck erstmal abgebrochen. Das soll uns aber auch so hinreichen. Wir können ja dann mal gucken, wie die Qualität ist. Und zwar ist mir hier das Filament gerissen. Das seht ihr hier drin. Hier ist der Schlauch leer und da oben fängt es dann wieder an. Das geschieht, wenn ihr Filament zum Beispiel offen lagert. Das habe ich jetzt hier gemacht. Dann zieht das Wasser und dann wird das teilweise brüchig. Dafür gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, das Filament wieder trocken zu legen. Zum Beispiel mit Silikagel oder ihr schweißt das einfach luftdicht irgendwie ein. Oder es gibt auch noch die Möglichkeit, es gibt Filamenttrockner. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, habe ich euch auch mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und worauf ihr auf jeden Fall achten solltet, ist, das Teil hier ist beweglich. Das soll auch so sein. Und dann müsst ihr das genauso einstellen, dass das hier wirklich in dem Winkel ist, dass das hier nicht irgendwo sich abreibt oder sonst irgendetwas. Das kann eben dann auch zu Beschädigungen führen. Also hier sehen, dass das Ganze dann freigängig ist und möglichst gerade dann unter diesem Teflon-Tube ist. Und dann kann eigentlich mit dem Filament sowas, was mir jetzt hier passiert ist, nicht passieren. Wenn wir das Ganze jetzt von der Plattform lösen wollen, sollten wir auf jeden Fall warten, bis die Plattform kalt ist. Dann löst es sich eigentlich so gut wie von alleine. Dann kann man das einfach abnehmen. Wir haben jetzt hier allerdings noch ungefähr 40 Grad. Ja, 40 Grad hat die Plattform noch. Und ansonsten nehmt ihr einfach einen Spachtel zur Hand. Und mit so einem Spachtel habt ihr dann die Möglichkeit, das Ganze abzulösen. Notfalls, wenn es ganz eilig sein sollte, nehmt ihr einfach ein bisschen Kältespray und dann funktioniert das eben auch. So, dann schaut euch hier mal an, das ist jetzt aus der Schraube hier geworden, beziehungsweise aus der Mutter und der Schraube und schaut euch mal an, wie die Oberflächenbeschaffenheit hier ist. Das ist also wirklich grandios. Mal gucken, ob wir das jetzt hier mit einer
Hand aufkriegen, jawohl. Also wenn die ein bisschen länger ist, könnt ihr sogar hier eine echte Schraube daraus simulieren. Es gibt ja auch 3D-Scanner, damit könnt ihr solche Teile auch einscannen, 1 zu 1 und dann auf einem 3D-Drucker wieder ausdrucken. Demnächst kommt hier noch ein interessantes Video zum Thema 3D-Scanner auf diesem Kanal. Also wer noch nicht hat, sollte den Kanal jetzt abonnieren. So, dann schaut mal, was ich hier noch gedruckt habe. Das ist auch so wirklich das Maximum, was man drucken kann. Der ist nicht dreifarbig, der Drucker, nicht, dass ihr jetzt irritiert seid. Das muss man dann einzeln drucken, einmal in Schwarz, einmal in Gelb und einmal in Grün nacheinander. Und dann werden die Teile einfach ineinander gesteckt und dann bekommt ihr hier so suspekte Teile dann heraus. Ja, schreibt mir jetzt mal in die Kommentare, was ihr von diesem Drucker hier haltet, ob ihr auch für geschlossene Bauweise seid oder ob ihr lieber offene Drucker daheim habt. Wenn euch das Video ansonsten Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen geklärt hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaltet und sage bis dahin!